willkommen zu einer weiteren Folge Refarming Alice 19 meets Reality. Kleine Abkürzung. Ah, hat schon mal einer genommen. Auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg zum Rathaus. Vielleicht bin ich noch schnell genug, um die Verkündung der neuen Gemeinderäte mitzukriegen. Ich habe jetzt kurzfristig entschlossen, dass ich doch noch hierher fahre. Wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich muss eigentlich ernten. Und dann aufräumen des Hofes. Ja. Hallo. Ah, Volker. Servus. Ja, Jürgen. Stade. Doch, also ich hab jetzt extra noch. Habt ihr jetzt extra auf mich gewartet oder was? Ich stehe halt ein bisschen unkonventionell da, ne? So. Dann ist der Warnblinker nicht angegangen. Liebe Gemeinde. Ja? Ich wollte gerade meine Zelle rausgraben hier. In der tiefsten Hosentasche. Ja, schlimm. So verkrumpelt in der Hosentasche, ey. So, wir haben die Wahlergebnisse. Mit Platz 1 habe ich wieder herzlich willkommen heißen Marlon Neumann. Hey. Dankeschön. Kommen Sie einmal hoch. So, nicht zu viel. Auf Platz 2. Grüßen. Tatütata Trissler. Tatütata Trissler. Oh, Herr Trissler, kommen Sie einmal hoch. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. So, auf Platz Nummer 3 habe ich ein neues Gesicht tatsächlich begrüßen. Den Herrn Diesel. Oh, sportlich. So, und auf dem letzten Platz ist der Herr Müller mit 2 Stimmen. Ja, er wird nicht im Gemeinderat sein. Ja, Moment. Vorausgesetzt, die drei Herren da oben, die nehmen die Wahl auch an. Ja, genau. Nehmen sie an. Ich nehme sie auch an. Jo. Tipptopp. Haben wir das auch schon geklärt. Ratzfatz. Aber wir haben, glaube ich, einen neuen. Hä? Wie ein 9. Wo? Ein Fahrer, glaube ich. Da hinten. Hab ihn noch nicht kennengelernt, aber neues Gesicht da hinten. Hallo? Guten Tag, ist jetzt der Scheiß hier fertig? Kann ich jetzt weiterarbeiten? Also Ihre Mütze gefällt mir, aber der Ton, der ist nicht so angebracht. Ja, erstmal die Mütze ab, wenn du hier mit dem Fan sprichst, hä? Ich glaube eher, der Fan muss sich vor dem Johnny verneigen, ne? Steht genau, der Fan im Wald so am Zittern, hat er einen Hirsch gewittert. Herzlich willkommen, wie heißen Sie denn? Ich bin der Seppelbauer. Seppel Vorname und Bauer Nachname? Nein, Seppelbauer ganz, weil mein Nachname ist Müller. Oh. Oh, nee. Nicht noch einer. Nee. Tschö, Leute. Familie Müller wird immer größer. Wie passen Sie in dieses Müller-Konstrukt? Ja, mein Sohn hat mich angerufen, er braucht Unterstützung oben auf Schlosshof. Achso, jetzt habe ich schon gedacht, der Lukas. Oh nee. Bei dem hätte ich mir das auch gut vorstellen können, dass der Hilfe braucht. Ich glaube, ich muss ganz. Aber ne, für das Gehirn. Aber das wollte ich jetzt noch nicht sagen, Herr Neumann. Aber wir belagern sie ja so richtig. Dann wünschen wir ihnen mal viel Erfolg und ich hoffe, dass sie ihrem Sohn da mal die Leviten lesen, dass der mal vorwärts kommt, weil... Viel Spaß. Der hat den Hof hinterlassen wie ein Sauhaufen, ey. Das kann gar nicht los sein. Ich bin schon jetzt 2 Stunden dran, um den Hof aufzurammen. Sind Sie sich sicher, dass Sie einen Schafhof haben? Ja, freilich habe ich den Schafhof. Ja, nicht, dass es ein Schweinehof ist. Na, da stinkt's mir zu euch. Und ich bin doch kein Schweinsbauer. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, das ist ein Sauhaufen. Ja, da oben schaut es sowieso aus wie ein Schauhaufen. Haben wir uns schon mal um? Ja.
Aber das sah okay aus, da haben wir das Bio-Zertifikat ausgestellt. Ja, aber wo ist denn normaler Drescher oder sonst irgendwas? Der hat irgendwas auf die Felder angesagt, wo sie nicht einmal anernten kann. Ja, dafür haben wir ja das Lohnunternehmen. Ja, wie erreiche ich das? Wie gesagt, ich bin neu. Mein Sohn ist halt nicht da, der wollte halt auch kommen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, so wie ich den Stefan kenne, hat er die Nummern irgendwo auf dem Küchentisch hingelegt. Immerhin, komm mal her. Mhm. Wer ist denn das da hinten an meinem Traktor? Das ist der Trissler. Oh. Das hier ist der LU-Chef, der in dem roten Hemd hier. Wenden Sie Ach, sich der an Herr den. Neimer. Ja, genau. Neimer. Ich muss mal weiter, ich muss zum Lidl, ja, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Aber die Ehre. Hoffentlich kommt der jetzt nicht hier vorbei. Hoppala. Wo ist er denn jetzt hin? Herr Trissler? Okay. Ja, nee, Jürgen, hi. Was muss nochmal an deinem Glas? Was wolltest du da nochmal? Eine Wartung komplett, ne? Yo, Service. Glas sowie Düngestreuer. Yo. Okay, mach mal. Gut. Halt. Trissler hat sein Hobby verloren, ha? Der will doch nichts von mir. Also, tschüss. Tschö. Vielleicht soll ich blinken, wenn die Polizei hier in der Nähe ist. Jetzt spinnt das Lenkrad schon wieder an. Wo ist denn jetzt mein Kugelschreiber hin? Gefunden. 34,9. Kann man aufschreiben. Ja, 24,9. Hätte ich mich fast selbst beschissen. 24,9. So. War aber eine kurze und schmerzlose Verkündung, wer hier die neuen Gemeinderäte sind. Naja, bin ich mal gespannt, was die machen und wie die es machen. Hoffentlich gibt es da auch ein bisschen Veränderung. Prüf gerade nochmal. 25, bisschen über 30 hatte ich. Alles haut hin. Hoffentlich habe ich da keinen Ernteausfall.
ich denke, wir kriegen das Feld gut voll geerntet. So, dann dreschen wir mal weiter hier. Achso, ne, warte, ich wollte erst ausladen. Macht Sinn, wenn der Anhänger schon da steht. Mein viel ist nicht drin, aber was weg ist, ist weg. Nach der Ernte hier ist auch die Pacht, glaube ich, ausgelaufen. Also die ist dann durch. Dann könnte ich mich eigentlich schon mal drum kümmern, ob wir noch ein anderes Feld pachten. Maurice. Beziehungsweise ich werde auch gucken, ich habe noch 633.000 Euro Kredit offen. Muss ich natürlich auch gucken, dass ich den irgendwann mal zeitnah wieder ein bisschen abbezahle. Volker Warune, hallo. Hey Volker, Diesel hier. Jo. Deine zwei Tiefenlockerer sind gewaschen und repariert, stehen wieder auf deinem Hof. Na super, vielen Dank. Gerne doch. Hast du gerade was zu tun? Nee, ich wollte gerade mal eben den Neumann anrufen, weil ich bin am überlegen, eine große Investition an Fahrzeugen zu starten. Okay. Weil sonst ja, hättest du bei mir noch Dünger aufs Feld schmeißen können. Auf die 109, glaube ich. Außer Pflegesatz. Ich weiß gerade, ich glaube, der JCB, den ich habe, hat sowieso Pflegebereifung. Musst du gucken. Weiß ich nicht. Guck's halt mal. Also, wenn ja, ihr das noch machen könntest, wäre super. Ja. Dann ist das nämlich schon weg. Ja. Gut, danke. Wie sieht es bei dir heute Abend mit meiner nachträglichen Geburtstagsfeier aus? Heute Abend bin ich fertig mit Ernten, das müssen wir hinkriegen. Das wäre so wie. Ab wann? Okay. 19 Uhr. Richte ich mir ein, komme ich rüber. Okay. Gut, bis dann. Jo. Tschüss. Tschö. Ist ja gut, da haben wir noch 19 Uhr, kann man auf den Tacho gucken. 13 Uhr haben wir. Kriegen wir gut hin, denke ich. Vor allem gut wird, dass der mir hier das Feld düngt. Kriegt dann ein bisschen was noch. Geburtstagsgeschenk. Ich könnte mir mal ein Auto kaufen, ey, das wäre was.
Ein Auto habe ich gar nicht. Na, 7000 haben wir drin, oder? 7200. Ja, bitte. Ja, spreche ich da mit dem Händler? Ja, mit dem Herrn Krüger. Um Händler. Was kann ich denn für Sie tun? Ist der Müller nicht da? Nein, sieht mal nichts aus. Ah, ein Faulenzer, ey. Ich wollte mal fragen nach einem Angebot für einen Fahrzeug, PKW, irgendwas in der Richtung. Was Sie da im Angebot haben. In welche Richtung soll es denn gehen? Vier Räder und das war's. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Also und, PKW. Ah. Irgendein PKW. Ein Pickup von 1970 hätten wir im Angebot für. Was ist denn jetzt schon wieder los? Scheiß Lenkung hier. Entschuldigung. Meine Lenkung, die will heute nicht so wie ich. Moment, ich rufe gleich zurück. Ja, okay. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss. Musik